Einen schönen guten Morgen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, das nächste Video. Ich wollte das ja eigentlich schon letzte Woche anfangen. Aber ich bin, wie gesagt, mit dem Studium nicht so vorangekommen, so schnell, wie ich es eigentlich wollte. Wir haben heute ein interessantes Werk hier zu liegen. Ich habe das schon ein bisschen länger im Schrank. Ich hatte mal ein Kurzvideo dazu gehabt, ein YouTube Shorts, aber die Dinger sind ja nicht aussagekräftig, YouTube Shorts, kann man maximal einen kurzen Blick erhaschen. Und zwar die Kenneth Copeland Study Bible. Kenneth Copeland könnt ihr selber mal googeln. Einige nennen ihn Wohlstandsevangelien. Manche nennen ja auch die, wie heißt sie? Die Joyce Meyer nennen sie ja auch manche so. Kann aber jeder selbst beurteilen, da halte ich mich jetzt hier raus. Der hat eine Study Bible rausgebracht, die ist recht groß, die Abmaße, ungefähr von den Größen wie einer Luther-Studienbibel oder eben auch eine John MacArthur-Studienbibel von der Größe. Gummiertes Kunstleder, das ist jetzt hier recht einfach gummiertes Kunstleder gehalten, aber es von der Haptik her fühlt es sich gut an. Das ist die Modern English Version. Gummierte Einband. Ach ja, Goldschnitt. Ist ja fast schon Standard, einen Goldschnitt zu haben. Ein Lesebändchen ist ein bisschen wenig. Kann man aber jederzeit auch nachrüsten. Gibt's ja, ich habe es bei einigen Bibeln hier getan. Habe die nachgerüstet mit Lesebändchen. Gibt ja da so schöne, einfache Ausgaben, die man da einfach dann hinten in den Rücken reinsteckt. Und dann hast du da 5, 6 Lesebändchen drin. Die Study Bible ist hier verklebt. Ihr seht schon jetzt, dass die auch sehr dünn gedruckt ist. Das seht ihr jetzt schon, weil das Inhaltsverzeichnis von der anderen Seite druckt hier gleich sofort durch. Das heißt, so wird aber auch die anderen Seiten gleich sein. Das kann mitunter stören. Diese Ausgabe hier ist jetzt gedruckt in China. Das sieht man hier unten gleich. Printed in China. Ihr habt das Alte Testament im Standard bei den Engländern ohne Apokryphen. Das ist ja mehr so ein deutsches Ding mit den Apokryphen. Neues Testament. Die Ausgabe hier ist jetzt der Bibelstand der Modern English Version. Jetzt hier vom Textstand. Wir haben ja viele Ausgaben bei uns, die immer einen Textstand mitgeben. Ist jetzt hier von 2014, die letzte Überarbeitung. Was macht die Bibel zu einer Study Bible? Nun, zusätzlicher Content. In dem Sinne, dass ihr jetzt hier, bei uns würde man jetzt erwarten, Erklärung, Abschnittserklärung oder Vers-zu-Vers-Erklärung, die sind die Mitwirkenden, oder Erklärung, Vers zu Vers oder Abschnittserklärung oder eben auch ab bestimmten Seiten werden bestimmte Personen vorgestellt. Das ist alles hier nicht so ganz. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel das, wir gucken mal hier, erste Buch Mose und dann habt ihr an bestimmten Stellen zusammengefasste Erläuterung. Wie hier zum Beispiel die Verse 1 bis 18 werden hier zusammenfassend kurz erläutert. Es ist zweispaltig, Parallelstellen wie bei der Elberfelder in der Mitte oder auch bei der Schlachter in der Mitte. Und dann habt ihr aber auch streckenweise viele Erklärungen nicht. Fehlende Erklärungen. Seitenweise gar keine, wie wir jetzt hier mal so rumblättern. Das ist dann für meinen Begriff. Wenn ich auf meine dicke, teure Bibel, die war jetzt auch nicht so ganz günstig, Study Bible raufschreibe, ihr seht das jetzt hier gerade, ne? Streckenweise wirklich gar keine Erläuterung. Ich weiß nicht, ihr seht es ja hier. Ihr habt hier unten mal alternative Übersetzungen, aber das ist ja Standard. Das macht keine Bibel zu einer Study Bible. Kurze Einleitung zu Levitikus, aber wirklich ganz basic. Und dann war es das wieder. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen zeige ich das euch hier mal ganz gerne, bevor ihr euch überlegt, wir können jetzt hier so blättern, wie wir können jetzt, bis der Arzt kommt, ne, können wir blättern, bis da mal wieder eine Erklärung kommt.
Deswegen zeige ich das hier gerne. Der Begriff Study Bible an der Stelle ist hier völlig falsch. Es ist eine gut gedruckte, gut lesbare englische Bibel. Der Einband ist gummiertes Kunstleder, ist auch sehr griffig, das ist völlig okay. Die Schrift ist für mein Alter gut zu erkennen. Die Registerhaltigkeit dieser Seiten ist schlecht. Ihr seht hier zwischen den beiden beginnt hier die andere Zeile. Das ist schlecht. Und Study-Teil ist ja schon fast gar nicht erhalten. Das macht diese Ausgabe eigentlich fast nur vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben, aber es ist eine gewisse Mogelpackung an der Stelle. So, wir können mal gucken, bis wann jetzt mal wieder hier eine Erklärung kommt. Ich bin jetzt hier schon bei Samuel. Das ist etwas schade. Das ist Mogelpackung passt schon. Es gibt ja manchmal auch bei Lebensmittelprodukten hier in Deutschland gibt es ja auch so einen Preis, ne? Wer die größte Mogelpackung hat oder die meisten Zucker enthält, ist hier nicht. An der Stelle können wir mal kurz was anderes zeigen. Das gehört hier jetzt eigentlich gar nicht rein. Das ist mir beim Studium aufgefallen, jetzt bei dem Josua-Buch. Die katholischen Freunde unter uns und vereinzelt einige evangelische Freikirchen kennen ja den Begriff Tabernakel. Tabernakel ist für viele sicherlich ein Begriff. Ne, das ist dieses heilige Licht, was Mitte des 13. Jahrhunderts auch von der orthodoxen Kirche bei uns in die katholischen Kirche rüberkam. Das zeigt dann immer auch für unsere katholischen Brüder die Anwesenheit des heiligen Jesus Christus, dass er jetzt da ist für das Abendmahl. Ja, und dann kann man da ja die Konsekration darauf machen und für das Abendmahl vorbereiten. Wir kennen dort den Begriff Tabernakel. Je nachdem, in welcher evangelischen Überzeugung du bist, hast du ja die echte Anwesenheit, die Vergebung der Sünden, wenn das Leib Christi dir gegeben wird auf die Zunge oder eben auch nur als Gedächtnismahl. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Konsekration dort läuft. Bei den Katholiken ist es ja so, du hast ja dann das heilige Licht, das Tabernakel. Aber mir geht es jetzt um den Begriff. Ihr könnt ja mal in eurer Lieblingsübersetzung gucken. Elberfelder, Schlachter, Herder, Einheitsübersetzung, Luther, welche auch immer. Neue evangelistische Menge, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Schaut mal, an welcher Stelle ihr dort den Begriff Tabernakel findet. Ihr könnt, meinetwegen auch Septuaginta. Und um das mal abzukürzen, ihr werdet den Begriff nicht finden. Ja, jeder katholische Bruder kennt den Begriff Tabernakel, aber ihr werdet den in unserer deutschen Übersetzung nicht finden, weil der bei uns im Deutschen wurde der komplett übersetzt. Ihr werdet das allerdings hier in der hier zum Beispiel, werdet ihr das finden, weil sie den Begriff nicht übersetzt haben. Tabernakel ist das Haus des Herrn. Ja, deswegen auch diese Lampe, Haus des Herrn. Aber den Begriff Tabernakel als solches findet ihr, wenn ihr jetzt mal Josua 22,19, da findet ihr den Begriff Tabernakel noch ausgeschrieben. 22,19, hier, da, Tabernakel of the Lord. Haus des Herrn findet ihr in euren Übersetzungen. Und ihr könnt ja bei euch mal den Spaß machen, wie der Begriff Tabernakel bei euch zustande kam, wo der bei euch herkam, bei euch. Im Englischen findest du den noch, aber du findest ihn in keiner deutschen Übersetzung. Tabernakel. Hier schon noch. Gut, gehen wir zu dem Psalm. Gehen wir zu Jeremia. Jetzt sind wir schon bei Hesekiel, Daniel, Matthäus. Du hast die Worte Jesus Christus in Rot. Das ist für den einen oder anderen recht hilfreich. Wir kennen das auch von der Luther 21. Du hast auch jetzt hier immer noch, hier im Einleitungskapitel, immer noch weiter keine Erklärung. Markus, Lukas, Johannes, jetzt hast du hier bei den Römern, hast du wieder eine Zusammenfassung der Verse 25, 26. Römer, da hast du was. Jetzt ist die Seite hier so dunkel, es scheint, dass hier noch was, noch eine Erklärung kommt. Da hast du noch zwei, ja. Und dann hast du hinten die Offenbarung, die Konkordanz.
eine groß ausgeführte Konkordanz. Und das war's. Die ISBN für die Interessierten. Aber grundsätzlich, ich war eigentlich von dieser Study Bible eigentlich enttäuscht.